Rennen Nummer 2 der SRC GT3 World Tour Winter Season. Live aus Spielberg vom Red Bull Ring und auch gleichzeitig das zweite Rennen des GTÜ Sim Racing Cups. Und ja, schon vor dem Start ging etwas schief, denn Dennis Kiesling und Hasso Osterkamp leider nicht mit dabei, haben ein Disconnect direkt vor dem Start gekriegt. Aber dann ging es trotzdem direkt los, die beiden BMW von Butlerpahl ganz vorne am Start. Nico Wille mit einem sehr schlechten Start, dahingegen der Audi von Vortex. Sehr, sehr gut, Yannick Pleiss hier am Steuer und ja, zieht hier gleich an Nico Wille vorbei und auch gleich hier an Peter Grau. Der kann jetzt nochmal kontern, kommt hier ein bisschen zurück, dann die beiden im Parallelflug hier die erste Gerade und dann hier die zweite Kurve, da macht Yannick Pleiss ist dann klar, geht vorbei und hier im hinteren Feld ein bisschen Probleme. Da sind doch einige Autos ein bisschen nah aneinander geraten. Und Matthias Weber hier am Start auch nicht ganz so weit vorn gewesen, muss sich hier durchs Feld kämpfen, zusammen mit seinem Teamkollegen, der hinterfährt, Michael Marker, der mit ordentlich Strafgewichten hier unterwegs ist. Und dann Matthias Weber mit einem ziemlich späten Bremsmanöver erwischt hier dann die Corvette von Andreas Hering. Michael Marker kann da außen vorbeigehen und Matthias Weber, ja, da konnte ich nicht ganz schadlos davon kommen. Hier nochmal aus der Sicht von Andreas Hering und man sieht, die Corvette rollt dann hier langsam zurück und ja, muss da warten, erst bis alle Autos vorbei sind. Währenddessen vorneweg Yannick Pleiss auf und davon, zeigt den BMW hier in Spielberg quasi sprichwörtlich, wo der Bartel den Most holt. Und dann Nico Wille, immer schneller kam er hier in Fahrt und es schien so, als wenn er Peter Grau dann mehr und mehr angreifen könnte, was hier auch schon mal das erste Mal passierte. Allerdings hier noch gekontert, beziehungsweise noch früher gebremst und Peter Grau nach vorne geblieben. Hinter schon sehr dicht die beiden Vortex Corvettes von Stefan Bäumer, hier mit um Thomas Batzke und Stefan Bäumer dann die ganze Zeit in guter Fahrt, aber hier ein Fehler, der ihn letztendlich das komplette Rennen kostete. Danach ging bei ihm tatsächlich fast nichts mehr und dann kam der Angriff von Nico Wille gegen Peter Grau hier auf der Langgeraden, zweiten Geraden nach Stadthiel zur zweiten Kurve hin, geht hier vorbei, leichter Drift aus der Kurve raus. Und dann war es da auch schon vorbei. Und der nächste, der an Peter Grau vorbeigeht, ist hier Thomas Batzke, der hier in Spielberg wirklich eine hervorragende Form hatte und diesmal auch den Speed seiner Corvette hier perfekt umsetzen konnte. Ging hier vorbei und dahinter gleich der nächste mit Robin Ricke im McLaren unterwegs für die Zocker Garage und macht da auch schon Druck auf Peter Grau, aber hier Thomas Batzke macht hier erstmal alles klar und dann ging es weiter. Der Aufreger hier des Rennens, Nico Wille gegen Thomas Batzke und hier am Ausgang der zweiten Kurve berühren sich die beiden. Nico Wille landet hier etwas unsanft in der Mauer. Hier nochmal aus der Sicht von Robin Ricke. Eigentlich rein optisch dürfte da eigentlich, hätte es da gar keine Berührung geben dürfen. Aber Robin Ricke ging dann auch direkt vorbei an Thomas Batzke, der konnte aber eine Kurve später dann hier wieder kontern und zieht das quasi für sich wieder gerade. Damit hier dann auf Platz 2, Robin Ricke auf der 3, für ihn auch bis jetzt hier ein super Ergebnis in diesem Rennen schon soweit gewesen. Matthias Weber ein bisschen weiter hinter, musste sich weiter wieder durchs Feld nach vorne kämpfen. Hier vor Stefan Vukovac, der dahinter unterwegs war. Und hier Frank Flipsen, auch die Vortex BMW, wieder mit gut dabei. Platz 3 für ihn. Und dann folgten die ersten Stops. Yannick Pleiss, einer der ersten, die hier zur Box kam. Und entscheidend war hier auch für ihn, er wechselt die Reifen, steht damit unglaublich lange. Thomas Batzke parallel mit ihm in der Box. Und hat nur 30 Sekunden gebraucht, im Gegensatz zu den 52, die wir hier auf der Uhr gesehen haben, bei Yannick Pleiss. Damit somit wesentlich schneller wieder aus der Box, wieder raus. Und dann Yannick Pleiss mit Kampf um die Plätze hinten im Feld, musste sich hier wieder nach vorne arbeiten. Und Thomas Batzke währenddessen vorne auf und davon.
wie gesagt, keine Reifen gewechselt am Boxenstopp und versuchte sein Glück so. Aber Yannick Pleiss kam immer mehr in Fahrt hier zum Schluss. Hier schnappte sich Peter Grau, der auch keine Reifen gewechselt hat beim Boxenstopp und kann somit da auch an dem Butler-Piloten vorbeigehen. Und dann der Kampf kurz vor Schluss, Runde 57, das hier schon der Kampf um Platz 1. Thomas Batz geführt noch. Es hatte keiner gedacht, dass er das nochmal wieder komplett aufholen kann, aber Yannick Pleiss flog quasi förmlich heran und setzt den Vortex-Piloten hier in der Corvette immer mehr unter Druck. Und ja, dann passierte einfach das, was irgendwann passieren muss. In der zweiten Kurve einer letzten Runden geht er dann an Thomas Batzke vorbei. Gibt ja auch, man sieht es hier nochmal in der Wiederholung, ein bisschen Lackaustausch, aber das ist natürlich wieder völlig normal hier für die Serie. Geht vorbei, hier macht er das Ganze dann klar und ist wieder auf Platz 1, kann hier besser rausbeschleunigen und sichert sich somit Platz 1 hier in Spielberg am Red Bull Ring. Thomas Batzke immerhin auch Platz 2, was für ihn natürlich auch ein super Ergebnis ist. Und hier die letzten Meter, da sein Teamkollege Patrick Pleiss, der es hier im Rennen nicht ganz so gut erwischt hat, hier noch überrundet wurde auf den letzten Metern. Also auf der 1 Yannick Pleiss, Zweitplatzierter, dann Thomas Batzke und auf der 3 Butler-Paar-Pilot Peter Grau.